Hallo, was ist der Keileffekt? Ist leider nicht mein Spezialgebiet. Deswegen habe ich die Fachsprache nicht drauf. Wenn irgendjemand die Fachwörter kennt, dann bitte in die Kommentare. Ich werde das ergänzen. Was will ich mit dem Keileffekt meinen, wenn man irgendwas hat und so eine, man will da drin, weiß nicht, nennt man das eine Achse drehen? Also das Ding hier innen drin dreht sich. So, das dreht sich. Zum Beispiel bei einem Auto. So, das sind beides die Räder. Und das ist hier der Teil vom, ich sag mal, Kugellager. Und hier ist eine Ölschicht drinne. Und wenn man das so macht wie hier, dass das genau in der Mitte ist, dann ist das sehr schlecht. Deswegen, was man eigentlich macht, ist, man versetzt das nach unten. Also ist jetzt nicht wirklich unten, aber man versetzt das nach unten. Und das, weil das hier wie so ein Keil sich zuspitzt, ist zumindest aus dem Japanischen übersetzt der Keileffekt und sehr interessant. So, und ich möchte jetzt erklären, was da eigentlich passiert. Deswegen gehen wir mal auf eine neue Seite erstmal. Erstmal überlegen wir uns, was bei einem. Der eigentliche Keileffekt ist dieser hier. Nehmen wir an, wir haben hier. Guck mal, das ist Wand. So ein schwarzes besser. Das hier ist auch Wand. Und jetzt pressen wir eine Flüssigkeit von hier. Weil Olivenöl irgendwie grünlich ist, mache ich mal mit diesem Grün hier. So, was passiert ist, wir drücken das ziemlich hart. Und hier wird das ja weniger vom Platz her. Und was dann passiert ist, dass sich in diese Richtung hier Druck aufbaut. Im Zweifelsfall ziemlich starker Druck. Das ist erstmal der Keileffekt an sich. Und den wollen wir ausnutzen. Ich gehe mal kurz zurück. Wir wollen den hier an dieser Stelle ausnutzen, damit wir einen bestimmten schlechten Effekt nicht haben. Und zwar haben wir das Problem. Guck mal, das ist mal so ein Reifen vom Auto. Hier ist die Stange. Oder besser Rad vom Auto. So, und hier ist das andere Rad. So. Wir überlegen uns jetzt, hier ist zum, sagen wir, es ist ein LKW. Dann ist hier eine ziemliche Belastung nach unten drauf. Eine extreme Belastung. Machen wir das mal so. So. Und das Problem an dieser Belastung ist, wenn wir hier ein Kugellager haben, dann wirkt sich diese Belastung natürlich auch auf unser Kugellager aus und das wird nach unten gedrückt. Das hat zur Folge, dass sich der ganze Teil hier und der ganze Teil hier verbiegt. Und genaue Konsequenzen kenne ich nicht, aber verbiegen ist garantiert schlecht. Also ich glaube, es ist mehr Reibung und es wird dann auf Dauer wahrscheinlich kaputt gehen. Kaputt mit B. So, was machen wir jetzt? Nehmen wir an, jetzt nochmal nur von vorne. Das hier ist unser Rad und hier ist diese Stange. Also diese hier, diese da. So, und hier, wir stellen uns das vor. Boah, ist das schlecht. Wir stellen uns das vor wie bei einem Kugellager. Das heißt, hier ist was, was sich dreht und hier ist halt so Schmieröl erstmal. Wir gehen mal von ohne Kugeln aus. So, wie gesagt, wenn das jetzt in der Mitte ist, dann drückt das hier nach unten und das verbiegt sich alles. Was wir jetzt machen ist, das nochmal weg. Im Grunde genauso wie ich es vorher gemalt habe, wir müssen jetzt mal unten anfangen. So. Und hier ist der Mittelpunkt von dem inneren Teil, was sich dreht. Und hier haben wir Öl drin. Ich mache mal hier so Wellen rein. Das ist Öl. In dem schwimmt das quasi. Dann kann es sich gut drehen. So, was passiert jetzt? Das Öl ist hier und das Ding dreht sich hier. Das Öl bewegt sich so in diese Richtung hier. Und hier wird es gequetscht. An dieser Stelle wird es gequetscht. Wir haben genau denselben Effekt wie hier, wenn es gequetscht wird. Dann geht in diese Richtung und in diese Richtung und in diese Richtung und in diese Richtung und dann immer stärker hier und hier. Ist ein ziemlich krasser Druck. Und dieser Druck hier, der ist jetzt so stark, dass wir überhaupt keine Verbiegung mehr hier haben. Also diese Verbiegung, die hier war, dieser Druck, der hier war, der wird jetzt quasi in diesem Bild nach oben hin ausgegleicht. Ausgeglichen. So, dass es eben an dieser Stelle hier keine Verbiegung mehr gibt, der Materialien. Und alle sind glücklich. Und das ist der Keileffekt. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Mist erzählt, weil wie gesagt, das ist nicht mein Fachgebiet. Wenn es absoluter Mist ist, weist mich darauf hin, dann nehme ich es lieber wieder runter. Oder sagt mir, an welchen Stellen ich es verbessern kann, dann drehe ich es nochmal neu. Vielen Dank fürs Schauen.